Ein dickes Servus aus Memmingen bei AAS24.com. Ihr besucht uns gerade auf unserem YouTube-Kanal und zugleich hier in Memmingen in unserem Showroom, wo man natürlich als Kunde reinkommen kann und sich beraten lassen kann und wir auch einbauen. Heute geht es um das Thema Eaton Aktiv-Subwoofer, die man in den Kofferraum stellt und nicht eine extra Endstufe installieren muss, sondern eben die Endstufe bereits hier integriert ist. Das Ganze nennt sich dann Aktivwoofer und ist einfach von der Installation nicht ganz so aufwendig, wenn ihr eine separate Endstufe mit installieren muss. Beim Eaton Move M10-300A und beim Move M12-400A haben wir Folgendes. Wir haben eigentlich eine ganz normale eine Basskiste, so wie man sie eigentlich kennt, und die in den Kofferraum reinstellt. Also wir haben hier nicht diese Lösung, hier total versteckter Einbau und man sieht überhaupt nichts davon. Hier sieht man ganz klar was davon, weil bei der Größe von Subwoofer ist es halt einfach auch so, dass da auch wirklich ein Druck rauskommt. Also da passiert richtig was, dass man sagen kann, es ist jetzt nicht nur eine bassunterstützende Maßnahme mit einem Aktiv-Subwoofer, sondern ich baue hier einen Subwoofer ein, der richtig auch Druck macht. Und jetzt gibt es hier den M10-300, das heißt deswegen so, weil es ist jetzt ein 10 Zoll Subwoofer hier mit integriert in dem Gehäuse drin, und die 300A heißt dann 300 Musikleistung, Watt Musikleistung, was einer Dauerleistung RMS von 150 Watt RMS entspricht. Und der M12-400A, wie es der Name jetzt aussagt, ist ein 12 Zoll, also ein 30 cm Subwoofer mit einer Endstufe, die ein bisschen mehr Leistung hat. Die hat jetzt eben 400 Watt Musikleistung, maximale Musikleistung, und 200 Watt reine RMS-Leistung. Beim Set dabei liegt immer eine Pegelfernbedienung. Das heißt, hier kann ich immer direkt Einfluss nehmen auf diesen Verstärker, den ich euch gleich noch zeige. Und das kann ich eben vorne installieren, irgendwo beim Armaturenbrett, wo ich sauber hinkomme und eben den Pegel vom Subwoofer laut und leise machen kann, ohne am Radio irgendwas zu verstellen. Im Lieferumfang dabei liegt auch der Anschluss für die Stromversorgung und der High-Level-Input. Das heißt, ich kann hier mein Soundsignal, wenn ich jetzt eben kein Kenwood oder Pioneer-Radio habe, wo Cinch-Ausgänge hat, muss ich mein Signal ja trotzdem irgendwie holen, um den Subwoofer signaltechnisch zu versorgen. Dazu gehe ich dann beim Autoradio, bei welchem auch immer im Fahrzeug installiert ist, auf die Lautsprecherausgänge und kann dann eben das Signal abgreifen. Und dafür ist dann dieser High-Level-In gedacht. Und das liegt bereits im Lieferumfang mit dabei. Ich empfehle zusätzlich unseren Kabelkit, den V10 Kupfer. So heißt er doch, V10 Kupfer, genau, das ist eine 10 Quadrat Powerleitung, also die Stromversorgung, die ja grundsätzlich von der Batterie und von der Karosserie bis zu meinem Subwoofer jetzt installiert werden muss. Hier liegt dann auch ein Sicherungshalter mit dabei und auch das Cinch-Kabel, wenn ich eben ein Autoradio nehme, wo auch Cinch-Ausgänge hat und ein Subwoofer-Regler dafür extra am Autoradio vorgesehen ist, dann nutze ich natürlich den. Und jetzt kommen wir zu den Anschlüssen vom Verstärker. Das schaut nämlich dann jetzt so aus. Der Verstärker ist hier integriert. So, jetzt nehmen wir mal das Ganze mit hier runter, eine Station tiefer. Das ist der Verstärker und den müssen wir natürlich anschließen. Wir haben jetzt erstens mal diesen 5 Meter langen Remote-Regler, also für die Fernbedienung. Den kann ich hier einfach anstecken. Und jetzt haben wir natürlich die Stromversorgung. Die Stromversorgung findet hier relativ einfach statt, weil wir haben jetzt hier einen Anschlussstecker, wo wir Dauerplus und Masse anschließen, eben jetzt mit unserem 10 Quadrat Kabelkit, und eine Remote-Leitung, um die Endstufe über das Radio entweder anzuschalten, ein- und auszuschalten. Das funktioniert dann, wenn ich meine Cinch-Leitung verwende, also diese zwei Anschlüsse hier mit dabei. Und wenn ich sage, ich fahre mit einem High-Level-In rein, also ich benutze nicht die Cinch-Leitungen, sondern ich benutze jetzt die Lautsprecher-Ausgangsleitung von meinem Autoradio, weil mein Autoradio keine Cinch-Leitungen hat. Dazu habe ich jetzt diese zwei Kabel, die ich auf zum Beispiel die hinteren zwei Lautsprecher oder die vorderen zwei Lautsprecher oder eben am Autoradio direkt an den Lautsprecherausgängen abgreifen kann. Und wenn ich das mache, dann habe ich automatisch die Funktion eines automatischen Remote
Erzeugers, ja. Das heißt, wenn mein Autoradio von VW hat in der Regel keinen richtigen Remote-Ausgang, der also mein Verstärker an- und ausschaltet, wenn ich das Radio an- und ausschalte. Das müsste dein Adapter sein. Okay. Dieser Eaton Subwoofer oder beide sind so intelligent, die erkennen, wenn hier Signal drauf liegt, also Radio an und da kommt eigentlich schon ein Signal, dann schalte ich natürlich auch den Verstärker an und wenn kein Signal mehr dran liegt, dann schalte ich den Verstärker aus. Das nennt sich Auto Turn On oder Off. Ja, beides ist hier integriert und von der Installation her relativ einfach gestrickt, sodass so ziemlich jeder sich mal an das Thema ranwagen kann. Und dazu gibt es natürlich auch jede Menge Videos, wo wir das schon zeigen, wie bauen wir dann eigentlich Powerkabel ins Auto rein, wo greife ich was ab. Da könnt ihr euch ja auch nochmal Informationen holen. Aber das Thema ist cool und macht richtig Spaß und bringt Bass ins Auto. Einstellen kann man natürlich den Subwoofer genauso, dass man den ein bisschen auf mein Fahrzeug einpassen kann und auf die Soundanlage, was ich habe. Hier natürlich der Gain-Regler, der mir die Lautstärke vom Subwoofer entsprechend laut und leise regelt. Also eben anpasst an mein anderes Soundsystem. Wir haben einen Low-Pass-Filter mit dabei, sodass wir auch die Bässe so einstellen können, dass der nicht zum Dröhnen anfängt, aber immer noch einen guten Druck bringt. Das ist der Low-Pass-Filter, der von 40 bis, ich glaube, 120 Hertz regelbar ist. Und dann haben wir noch einen Bass-Boost, an dem ich einstellen kann, bei 45 Hertz, dass wir noch einen Pegel reinschieben können, sodass also die Tiefstfrequenzen nochmal besonders hervorgehoben werden und nochmal verstärkt werden und dem Woofer sozusagen nochmal einen eigenen Klangcharakter geben für Leute, die jetzt den Bass eher fett haben wollen. Oder eben, wenn ich das auf Null drehe, dann klingt der Bass eher trocken, nüchtern und sauberer. Ja? Als kurze Anmerkung zum High-Level-In und dem automatischen Anschalten der Endstufe möchte ich noch erwähnen, dass sollte es nicht in dem Auto funktionieren, das automatische Anschalten, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, über den HLC 2 Plus das Signal abzugreifen und genauso aufzuwerten und über die Chinch-Leitung reinzufahren, weil es gibt unterschiedliche Schaltungsarten in verschiedenen Fahrzeugen, wo es tatsächlich vielleicht auch nicht funktionieren könnte mit dem eingebauten High-Low-Adapter. Dafür verwendet man dann den HLC 2 Plus, meine Empfehlung. Wer also jetzt einen geilen Bass im Auto haben mag, also richtig Basszuwachs und von der Installation her auch Lust drauf hat, das Auto zumindest stromkabelmäßig neu zu verlegen, der ist natürlich mit den Eaton Move Woofer sehr, sehr gut gewappnet und der geht natürlich auch den Kompromiss ein, dass tatsächlich nochmal eine Basskiste im Kofferraum drin steht. Die lässt sich nicht so leicht im Reserverad verstecken, aber so ist es halt. Wer einen Sound haben mag, der geht den einen oder anderen Kompromiss ein. Wer was anderes haben mag, vielleicht nicht ganz so druckvoll wie die Move Woofer, der kann auf Reserveradwoofer oder eben Underseat-Woofer zurückgreifen. Die sind eher diese bassunterstützenden Sachen und richtig Power machen dann die zwei mit Aktivverstärker. Wer sich jetzt noch näher beraten lassen mag von unseren Mitarbeitern, der kann gerne auch bei uns hier im Shop vorbeikommen oder natürlich auch sich telefonisch beraten lassen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden Kontakt mit euch. Bis zum nächsten Mal, euer Olli. Mehr Antworten zu gutem Sound in eurem Fahrzeug gibt's wie immer in der aktuellen Ausgabe der K&H Hi-Fi, das internationale K-Hi-Fi-Magazin. Übrigens, mit unserem neuen All-You-Can-Read-Abo gibt's noch mehr Infos zum günstigen Preis. K&H Hi-Fi, das Magazin, im Netz unter www.khifi-magazin.de. RS24, dein Autoradioshop an der A7, Abfahrt Memmingen Süd. Im Netz unter rs24.com.